Hallo, ich bin Jochen. Und Astrid. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, dem Vorabend von dem ersten Advent, hier in unserem Wohnzimmer. Wir haben viele Freunde und Bekannte hier, die natürlich alle getestet und geimpft sind nach Hygieneregeln. Und die möchte ich ganz herzlich begrüßen. Und dann haben wir natürlich draußen vor den Screens, vor den Bildschirmen, vor den Laptops, vor den Smartphones in mehr als 10 Ländern hoffentlich ganz, 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 ganz viele Freunde und Bekannte, die auch noch spenden müssen. Das müssen wir euch nachher noch sagen. Der bekommt uns nachher Bescheid. Wir bedanken uns bei euch auf jeden Fall. Dieses Charity-Konzert zugunsten Anakten K., der Straßenkinder, der Slumkinder in Manila in den Philippinen, die wir seit über 10 Jahren privat mit der Familie unterstützen. Wir waren sehr oft dort, sind viel hingereist und natürlich auch, um zu vergewissern, wie die Gelder eingesetzt werden. Und ich kann euch sagen, das war jedes Mal herzzerreißend, wie wir da waren. Leider in den letzten 2 Jahren nicht mehr durch Covid bedingt, aber sobald wir wieder reisen können, werden wir dorthin gehen. Ist wichtig, dann können wir auch etwas euch erzählen, was wir wirklich erlebt haben. Und wir haben seit Anfang des Jahres Anakten K. e.V., den Verein hier in Deutschland, gegründet. Einfach aus der Idee heraus, natürlich Spendenquittungen ausstellen zu können und auch diese Organisation in Deutschland weiter bekannt zu machen. Das freut uns umso mehr. Lasst euch auch gesagt sein, wir sind ein Verein, der die Kosten privat trägt. Das heißt, wir tragen die Kosten und von den Spenden gehen 100% raus nach Manila zu dem Bestimmungsort. So, das waren viele Worte. Wir wollen aber Bilder sehen. Wir haben etwas vorbereitet, wo ihr den Alltag vieler Kinder, der 1500 Kinder, die in Manila dort betreut werden, sehen. Viele traurige Bilder, aber auch viele lächelnde Kinder. My name is Franchelle. When I was 5 years old, me and my family live in the Divisoria Street. It is not easy where we grow up. I'm very thankful because Father Matthew, he picked me to go in foundation. Alors la mission de la fondation Anakten K, Tulein Akabataan, et de servir les enfants et les familles les plus défavorisées de Manille. Quelqu'un qui est dans une situation catastrophique et qui a besoin de notre aide, on ne la refusera pas. Once a week, he's doing this big night with a social worker. So he has a plan. Okay, today we have this schedule. I have this target, this child to fetch. Maybe if the child wants, of course, it's always a surprise. Thanks to the social worker, we are allowed to fetch the children. But every day, in fact, we have other teams like them going in the streets. When I approach them, I always smile. It's a simple way to give them respect. Arnold grew up here. When he was 4 years old, he jumped there at the bridge. I always talk about his past, and he's sad because he don't want to remember it. It's very difficult for me, you know, because at all times I was lonely and nobody cares. His father always beat him so that he decided to go back. She said that I want my child to be in your foundation because he needs medical assistance. It's not good when he stay here. L'atmosphère qui a prouvé à cet enfant, à ce jeune, qu'il est capable d'aimer et d'être aimé, on a tout gagné. C'est vraiment plein d'espérance pour tous ces enfants et puis pas que pour eux, finalement pour nous aussi. Don't think the children in the street are bad. No, they are not. They are a product of a broken family. They need help. They need a hug from a person they can understand what they are. A small hug. No doubt. Just hug them. You can feel a true meaning of love. Of course, we will not forget the foundation. That's our dream and goal, to help them back.
That's why I'm so thankful. Without them, I not know what I have now. Dies sind doch immer wieder beeindruckende Bilder, die wir selber schon des Öfteren live miterleben durften. Hinzufügen möchte ich jetzt allerdings auch noch, dass in Manila wegen der strikten Ausgangsregelungen die Kinder nun schon seit mehr als 21 Monaten im strikten Lockdown gelebt haben und dort auch so nicht mehr auf die Straße konnten und die Zeit so verbringen mussten. Die Armut ist dadurch natürlich gewaltig angestiegen und auch die häusliche Gewalt hat zugenommen. Das hat wiederum zur Folge, dass die Zentren der Stiftung weitaus viel zu viel überlastet sind und eigentlich dringend neuer und viel mehr Wohnraum und Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Die aktuellen Spenden sollen daher dazu dienen, dass dort ein neues Zentrum für Jungen geschaffen werden soll. Das führt mich jetzt dazu, dass ich die Kontoverbindungen nochmal einblenden lassen möchte, die an den Bildschirmen alle nochmal auch über den YouTube-Screen verfolgen können. Und gleichzeitig kann man natürlich über unsere Website gehen, dann per PayPal oder Kreditkarte spenden. Und es wäre gut, wenn man eine Banküberweisung nutzt, dass man vielleicht auch die Kontaktdaten bekannt gibt, denn dann können wir durchaus auch Spendenquittungen ausstellen, was sicherlich oftmals sehr sinnvoll ist. So, aber nun zu dem Grund unseres heutigen Abends. Irina Kircher und Alfonso Montes sind zwei Gitarristen, die wir kennengelernt haben vor gut 20 Jahren in Venezuela. Unsere Kinder sind zusammen zur Schule gegangen und da haben wir dann sehr viel gemeinsam unternommen und ihr Kontakt ist geblieben, zum Glück. Und Irina ist eigentlich mit der Gitarre aufgewachsen, kann man sagen, und zählt heute sicherlich zu den bedeutendsten oder einer der bedeutendsten Gitarrenspielerinnen der Welt. Und sie wird uns heute Abend einige ihrer Lieder präsentieren. Eigentlich war vorgesehen, dass Alfonso sie begleitet und einige Lieder mit ihr zusammen spielt, aber der ist leider aufgrund eines akuten Rückenproblems ans Bett gebunden und wird jetzt heute Abend nicht dabei sein, was uns sehr leid tut. Und auf diesem Wege, Alfonso, gute Besserung, que descansas y que te vaya muy bien. So, Irina, Christmas on my mind ist der Titel des heutigen Konzerts. Und wir freuen uns nun sehr darauf, dass du uns in die Klänge eurer Lieder und vielleicht auch eurer Träume mitnehmen wirst. Irina. Danke. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank, Astrid. Vielen Dank, Jochen, dass ich heute Abend hier sein darf, dass ich heute Abend hier spielen darf für euch. Und ich freue mich, dass dadurch den Straßenkindern in Manila geholfen werden kann. Einen kleinen Teil dazu trage ich sehr gerne bei. Was ich gerade gespielt habe, war ein spanisches Stück, die Sonatina von Federico Moreno Torroba. Und nach unserem Motto Christmas on my mind werde ich jetzt drei Weihnachtslieder spielen. Das erste ist eine Gaita aus Venezuela. Danach kommt ein deutsches Lied, Maria durch einen Dornwald ging. Und danach noch ein deutsches, Ihr Kinderlein kommt. Musik
Was macht ein Musiker, wenn er nicht spielen kann, weil alle weggesperrt sind? Da muss er aufnehmen. Und das haben wir natürlich auch getan. Ich habe auf allen gängigen Plattformen wie iTunes, Amazon Music, Spotify und YouTube dieses Album Christmas on My Mind. Wenn Sie neugierig sind, dann finden Sie da noch mehr Weihnachtslieder von mir. Und danach habe ich ein Album aufgenommen, das heißt Celtic Roses. Und von diesen Celtic Roses werde ich Ihnen nun ein paar spielen. Das erste heißt Singende Stränger und ist von einem Freund, Eugen Lüslow. Singende Stränger heißt Singende Saiten. Danach kommt der Danny Boy aus Irland, bearbeitet von dem gleichen Komponisten. Und danach ein Titel, der heißt Cherish the Ladies. Thank you.
weitere keltische Rosen, The Last Rose of Summer. Das nächste Lied passt besonders gut hierher. You Raise Me Up heißt es. Das hat ein Sohn für die Beerdigung seiner Mutter geschrieben. Und als letztes von den keltischen Rosen, The Bucks of Oranmore. The Bucks of Oranmore, das sind die jungen Männer von Oranmore. Und da wollen wir nachher mal schauen, was die so machen. Thank you.
Tango in Sky heißt er. Und danach singe ich noch zwei Weihnachtslieder.
Irina, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war echt super. Und der Applaus gehört auf alle Fälle dir. Und zwar nicht nur der Applaus derer, die hier im kleinen Kreis versammelt sind, sondern sicherlich auch der Applaus all derer, die hoffentlich per YouTube diesem Konzert gefolgt sind. Und wir möchten uns natürlich auch ganz herzlich im Namen der Kinder bedanken, dass du heute hier zu uns nach Hause gekommen bist und privat für uns gespielt hast. Und das alles ohne Gage. So, bevor ihr den Bildschirm was Gutes für die Kinder tut, ihr könnt ja auch was Gutes für Irina Kirchner tun. Ihr braucht nur zu googeln und zu klicken, was das Zeug hält. YouTube, was noch? Spotify, Amazon Music, iTunes. Der Klick ist die Gage des Künstlers. Und für die anderen an dem Bildschirm, bitte vergesst das Spenden nicht. Ihr habt den Spendenaufruf, braucht nur drauf zu klicken. Und ihr landet auf der Webseite, da könnt ihr, wie gesagt, PayPal, Kreditkarte, Banküberweisung, 100% geht nach Manila, an die Philippinen, zu den Kindern, Anak TNK. So, Anak TNK heißt Tulay, and TNK heißt Tulay Kabatan, was so viel heißt wie eine Brücke oder die Brücke für Kinder. Und bitte helft uns damit einfach, auch diese Brücke zu den Kindern zu schlagen und die Kinder nicht zu vergessen. Die Kinder werden es euch auch danken, indem sie wahrscheinlich oder hoffentlich, dafür wollen wir sorgen, das nicht verlieren, was sie normalerweise immer von Geburt an haben und was man versuchen sollte, ihnen zu bewahren oder ihnen weiterhin zu ermöglichen. Und das wäre einfach das Lächeln. Also Pasco Namanan. Heißt auf Deutsch fröhliche Weihnachten. Genau. Dankeschön. Dankeschön, Irina.
feel